Yes, we are super shadow fighting the pose を見せてやろう。その美しさにさ、刻まずくがいい。Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Son Goku den Planeten Namek erreicht. Son Gohan, Vegeta und Krillin sind sich schon gerade ja mit dem Genio Force am Kloppen. Das Sonderkommando von Freezer und ja, wir müssen denen zur Hilfe ein, damit die nicht alle frecken. Aber ich will erstmal hier was sammeln und ja. Dann gucken wir mal, wie die Situation so steht. Ne? Geh weg, hab keinen Bock auf dich. Na, ja, dann mal los. Da stehen sie sogar alle. Sehen so aus wie Ameisen. Naja, währenddessen. Vegeta. Ah, Senkai Boost. Und Krillin hat nichts bekommen. Hex, I call Hex. Du hast ja sogar Schaden gemacht. Also ich habe dich mit einem Schlag weggehauen in der Serie. Und der macht ehrlich gesagt, der hält eigentlich viel aus, merke ich gerade. Gott. Ich war am Blocken. Oh, komm mal her. Falsche Richtung, falsche Richtung. Auf damit. Gott. Strahl kommt so ganz langsam näher. So, komm mal her. Schnauze voll. Ist eine Herausforderung, ey. Na. Das gibt's jetzt nicht. Der trifft mich die ganze Zeit. Was? Wie ist denn der auf mich zugelaufen, Mann? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Mein Gott, der Kampf ist gar nicht so leicht, ey. Sollte er aber eigentlich. In die Fresse. Dass ich die dauernd auf die einprügel und die irgendwie gar nicht davon gestunt werden die meiste Zeit. Dann will ich werde nur ein. So, manchmal das hat irgendwas gemacht, aber ich glaube, der hat geblockt oder so, ne? Aber ja. Da. Ja, schon so spät, dann will ich gar nicht wissen, wie stark Genio ist. Ey. Aber ich dachte, er tut irgendwie so diese Unverwundbarkeit nach ein paar Angriffen unterbrechen. Und irgendwann setzt er zu so einem Konter ja ein oder so was.
Wollte schon sagen, kann ich einfach aus der Reichweite gehen. So, was ist das? Ah, er trinkt noch nicht mal was. In die Fresse. Boah, was mache ich da? Was mit denen, ja? In die Fresse und nein, ist immer noch am Leben. In die Fresse. Mich auf den Arm nehmen. Für was für ein Freak, der hat mich fertig gemacht. Alter, wie One Punch Man. Warina, Ski da rake datta mon da kara tsui. Kono ya yaru. の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか伝説は本当だったのか。1000年に1人現れる。どんな天才戦士も超えられない壁を超えてしまうサイヤ人。スーパーサイヤ人なのか。どうするお前たち。 とっとと自分たちの星に蹴るか。それともこいつみてえにぶっ倒されてえか。聞いたかバーター。あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームは偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろ。 Ja, es kommt der Kampf. Das ist, glaube ich, der einzige Kampf, den ich nie so in der Serie irgendwie gesehen habe. Weil ich weiß, Dragon Ball Z lief immer um 19 Uhr damals, ne, im Fernsehen. Ich weiß, ich habe jede Folge gesehen, aber ich war irgendwie zu Besuch bei jemand anderen. Ich habe irgendwie die Folge verpasst, wo Son Goku gegen die beiden gekämpft hat. Da habe ich irgendwie jahrelang nie genau gewusst, was da passiert ist und so. Das war, glaube ich, die einzige Dragon Ball Z-Folge, die ich jemals verpasst habe, damals. Als Kind jedenfalls. Aber ich würde ungern so ein Heildingen einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich eins habe. Habe ich überhaupt eins? Nö, ich habe nichts ausgerüstet. Gott, ich weiß jetzt nicht, was passieren wird gleich. Aber ich nehme so gut wie gar keinen Schaden, merke ich gerade. Ob das reichen wird. Okay, der eine ballert die ganze Zeit auf mich, der andere geht die ganze Zeit auf mich los. Das ist voll nervig gerade. Aber egal. Vielleicht komme ich ja noch hinterher mit dem Schaden. Aber du, geh mal aus dem Weg. Oh nein, nicht der Crusher Ball. Naja, schaffe ich nicht. Nee, bin gleich tot. Na. Oh. Okay, ich hoffe, meine AP werden wieder... Nee. Dreck.
Und wenn ich lade, muss ich noch mal gegen Rikugen kämpfen. Weil nur weil ich jetzt keine Dinge ausgerüstet hat. Kaioken kann ich auch nicht einsetzen, dann verliere ich ja HP. Was ist das? Ich glaube, ich muss das ein bisschen spam. Hört eigentlich auch meinen Schaden? Ich weiß gar nicht, was dieser Supermoos überhaupt macht. Ey. Oh, sehr gut. Ich kann ihn. Vergesst die Steuerung, ist ja anders im Kampf. Nein, verfehlt. Genki Dama von allen angefangen. Die Genki Dama, die funktioniert doch immer. Außer gegen Vegeta. Oder Frieza. Oder später in Dragon Ball Super gegen Jiren. Aber sonst funktioniert sie immer. Hey, ich komme dann nicht hinterher. Boah, nur weil ich jetzt keine Dings ausgerüstet habe, keine Heilobjekte, das gibt's jetzt nicht. Und wir sind die gar nicht so stark. Ist das? Vielleicht habe ich aber weit damit. Jawohl, habe ich sogar. Mal schauen. Nein. Na, das gibst du nicht. Ja. Versuch noch einmal. Ja, nur weil ich jetzt keine Heilgegenstände ausgerüstet habe, das gibt's jetzt nicht. Ey. Könnte man meinen, die würden irgendwie automatisch hier mal so ein paar geben, ne? Ja. Das ist aber echt eine unfaire Kombi. Der eine ballert die ganze Zeit auf mich. Auf keine Dings. Wenn ich halt richtig anstelle, kriege ich doch vielleicht hin. Aber nicht gut aus. Ich habe immer noch keine. Bin ich doch die ganze Zeit am Aufladen. Boah. Hey, Leute, boah. Boah, ich kann gar nicht hier. Was ist das? Vielleicht wenn ich das spamme, schaffe ich jetzt überleben. Ja, hey, das ist voll unfair. Der eine ballert die ganze Zeit auf mich, wenn der andere geht die ganze Zeit auf mich los, ey. Wie soll ich denn dabei jetzt auf einmal hier managen? Ne? Komm ich hinterher ja. Ey, das gibt's jetzt nicht, Kollege. Mein Gott, ey. Da bleibt mal beide an einer Stelle, wenn es geht. Boah, gehst du mal weg. Nee, krieg ich nicht hin. Glück bin ich auch verwundbar bei einigen Angriffen, ey. Ich meine, ich nehme zwar Schaden, aber die unterbrechen mich nicht. Nee, das habe ich nicht. Ah, kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Ja, ich muss den Einkampf jetzt noch mal machen, ey. Na gut, dann müssen wir laden. Halt. Hat so ein Dreck, ey. Und so Heilobjekte mal einsetzen. Oh, neues Bild. Im Ladebildschirm. Ah, das finde ich ein bisschen doof jetzt, ey.
könnte meinen, die würden das mal automatisch irgendwie so reinpacken oder so. Wahrscheinlich hat das Spiel irgendwie damit gerechnet, dass ich nach Rekum irgendwie ein Level abbekomme oder so und mich dann voll heile, aber ja, das ist nicht passiert. So, wie tue ich denn jetzt Gegenstände überhaupt ausrüsten? Hm, ich habe nur einen. Ja, vielleicht sollte ich mal auch hier Folgendes machen. Seelenabzeichen. Und einige Dinge hier hochleveln. Ich bringe es das ja irgendwie. Ist ja egal, was ich den gebe, ne? Hier mal Power Protein. Ist ja Level 70 erreicht, damit ich diese Karte oder was auch immer ist bekommen, ne? Ist ja egal, was ich denen gebe, ne? So, boom. Karte 02. Dann gehen wir mal Son Gohan. Der ist bei allem noch 1. Wir nehmen ein bisschen Proteine, bitte. Also man kann sich ja irgendwie nichts vermasseln, nehme ich mal an, ne? Z-Krieger hoch, der ist ja im Z-Krieger-Ding jetzt, sehe ich gerade. So. Wer ist noch in Z-Krieger-Dingens Community? Krillin. Ich merke gerade, Entwicklung kann er nur auf Dings bringen. War auch schon Maximum. Ich bringe mal auch noch auf Level 70. Na verdammt, ich Idiot. Na, muss er Buch gelesen. Vom Muten Roshi in den einen Part. Ich nehme an, diese Sachen kann man jetzt nur lernen. Diese Geschenke, ne? Oh, ich tue jetzt noch mal speichern, den ganzen Mist ich noch mal machen muss, ey. So habe ich jetzt Gegenstände ausgerüstet, ja, ne? War ich dann von allen nur so wenig? Ich hätte meinen, ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, schon irgendwie so mehr von diesen Viren gefunden oder so, ne? Kaufen kann man die sich ja auch, aber das kostet Geld und Geld habe ich irgendwie auch nicht. Ja, machen wir das Ganze noch mal. Ja, müssen wir noch mal gegen Rikun kämpfen. Ja, super. Zenkai Boost. Hi. War kurz und schmerzlos, wenn es geht. Ja. In die Fresse. Au. Du wirst begrüßen, wenn du mir nicht so viel Schaden machst, okay?
beim Kaioken, das ist ja voll schwachsinnig, die Fähigkeiten. Ich hoffe, später, wenn wir Super Saiyajin und so einsetzen können, hat das nicht irgendwie KP oder so kostet, weil würde gar keinen Sinn machen, ey. Ja, voll idiotisch. Ja, ich versuche den Kampf ein bisschen stilvoller hier zu erledigen als letztes Mal. Na, oh, trifft mich aber auch jetzt mit dem Kack, ey. Ja, mein Genki-Dama kann nicht mal den Angriff abbrechen. Was ist das denn, ey? Boah, sehr gut. Genau rechtzeitig gerade. Oh, komm her. Na, no, ehrlich. So. In die Fresse. Ich habe jetzt bestimmt noch im Laufe des Spiels irgendwie so einige Kämpfe kommen, wo ich mehrere Gegner hintereinander erlegen muss, ne? Spätestens da brauche ich dann viele Heilgegenstände, nehme ich an. Weil dann wachsen mir wahrscheinlich schon aus den Ohren aus. So, jetzt guck mal, wie viel AP wir noch übrig haben. Das ist jetzt viel besser. Ich habe das Gefühl, das Spiel erwartet, dass man irgendwie noch ein höheres Level ist eigentlich. Na, jetzt trifft er mich noch hier wie ein Blöder. Dreck. Na. Direkt. So. Nur die Hälfte AP. Oh, jetzt brauche ich gar nicht mehr die Heilgegenstände. So. Mal gesehen. Weiter. Jetzt mache ich jetzt mal vier gedrückt, ne? Vier tut so vorspulen, okay. So, ihr verpieselt euch. Auf wen gehe ich eher los jetzt? Der, der mich die ganze abknallt oder der die ganze auf mich losgeht, ey? Das ist eine üble Kombi, ey. Ich glaube, mit diesen AP werde ich auch noch hier nicht da mal rumkommen, mich ein bisschen zu heilen. Also ich es spektakulär gut spielen. Ihr seid beide ja gut. Warum hat so eine rote Aura, Bata? Das ist eigentlich eine blaue haben. Jace ist der rote von euch. Oh. Alter. Bleib mal stehen. Schnellster im ganzen Universum. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Ginyu hat doch ein höheres Power Level als wir alle, oder? Ja. Aber und wenn man ein höheres Power Level hat, dann bedeutet doch man, dass man schneller ist, oder? Ja, schon. Aber und Lord Freezer hat ein größeres Power Level als wir alle zusammen, also müsste er ja ebenfalls schneller sein. Okay, das ist jetzt nicht fair. Und wenn du darüber nachdenkst, Guldo kann die Zeit anhalten und ist somit. Oh nein, nein, ich bin nicht langsamer als verdammt noch mal Guldo. Das war ein Dragon Ball Set auf Bitch übrigens. Ah, du, komm her, versuch mal dem hier auszuweichen. Oh Gott. Okay. Zeit zum Heilen. Ja, was nehme ich denn das hier? So. Das hat das jetzt so gebracht. Ich muss trotzdem noch was anderes nehmen. Gewährt. So. Das wäre der Kampf eigentlich schon vorbei, weil er hat ja nur Bata erledigt. Aber ich sag ja nichts.
Ja, du bist es jetzt voll einfach sein, ne? Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer irgendwie eine Ahnung haben, was hier überhaupt gerade passiert in den Kämpfen. Das sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Nicht so unübersichtlich wie Tales of Spiele, aber also nicht alle Tales of Spiele. Aber wenn man so Gameplay von Tales of Graces F zum ersten Mal sieht, dann denkt man sich auch, was passiert eigentlich da gerade. Ja, wenn man selber spielt, dann ja, hat man einen Überblick schon. Ja, so beim Zuschauen ist halt immer so verwirrend. So ein Gefühl. Denke da mal. Boom. So, komm her. Boom. So. Ja, jetzt habe ich ein Level abbekommen, mich geheilt, geil. ほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために、あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾い切れていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつにあんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめて。この。Oops。 超エリート部隊の俺たちが。いや、vernichtend。なんでやつをみすみす逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？Ich bin ein Super Sandwich。 こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。俺も修行して随分強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっていうか。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出る時に暗くなるはずだろ。 だが、さっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン、なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、分かったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだ俺たちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やった。ラッキー。 2つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がした爺が義乳隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。義乳のやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが、あっちの方角に強い気を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は大変だ。最長老さんのところだ。まずいぞ。 フリーザのやつ、願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうの知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。 わかった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。
So, der Plan steht. Hast du das verstanden, Vegeta? Ja, woher weiß Son Goku das denn? Ja, wir sind beide Level 28, alles klar, wir sind voll AP, weil wir gelevelt sind, ja. Gut. Stimmt. Ja, ich wusste es. Ich wollte eigentlich das sagen. Die scheinen aber echt nicht zu respawnen. Soll ich da mal alle platt machen kurz? Ja, warum nicht? Guck mal. Komm den her. Na, ehrlich. Verpiesel dich. Jetzt ehrlich gesagt unnötig Schaden vermeiden, ey. Und das ist recht unnötiges Leveln. Jetzt habe ich was bekommen. Verbesserter Scouter. Macht jetzt mal alle platt. Mir scheint aber. Boah. Ja gut, dann gehen wir mal. Gibt's da keine Quest oder so, ne? Noch keine Energie. Ja, gut. Ich habe noch einige Heilobjekte ausgerüstet, also. Hi. さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。義乳隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力はよく5000。そうなんですよ。妙でしょ。愚か者め。スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。 俺の見立てでは、あいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんな Saiyajin は聞いたことが。こいつは。それなのね、Kriegerrasse oder so。was sagt denn das dann über die anderen Rassen im Universum aus? Was auch immer für Rassen die alle sind, von den Genio Force。so Mutanten, so viel ich das weiß, sogar Rekum. カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹ともつぶし合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。あばよカカロット。ベジータ。ね。Vollkommen Begegnung ignoriert. Oh, jetzt haben wir das gleiche Setup schon wieder, ey. Der eine ballert auf mich, der andere geht die ganze Zeit auf mich los. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ja,
In die Fresse, komm. Nein, daneben. Was ist mit dem los? Denkt irgendwo fest, habe ich so cool. Genio kommt gar nicht hinterher. Er steht alle an einer Stelle. Na toll. Ja. Okay, ich kann mich nur hinter die teleportieren, wenn ich gerade angegriffen werde. Okay. So. Okay. Wollen nur was und ausprobieren, okay. Nein. Alter. Nicht die Milchkanone. Lass mal aus dem Wasser hier rausgehen, ne? Das wäre voll gut. Ich habe schon gedacht, dass das irgendwie so ein Problem mit dem Spiel, wenn du gegen mehrere Gegner auf einmal kämpfst, dann geht die Übersicht voll verloren. Und gegen einen Gegner zu kämpfen ist wahrscheinlich viel einfacher. Gott. So, der ist weg. Gut. Zweite folgt zugleich. Da. Oh. Der macht mich auch, glaube ich, fertig. Oh Gott. Ja. Oh. Yeah. Alter, Knöpfe. Nee, war doch richtig. Ich will mal gerne aus dem Wasser gehen, jetzt voll unübersichtlich zu kämpfen, habe ich so Gefühl. In die Fresse. Ich mach mich auch noch fertig, wenn er so weitergeht. Milchkanone habe ich gelesen. Weil dein Angriff wird nicht abgebrochen, wenn ich mich verwandle, ne? Aber wenn ihr euch verwandelt und ich habe gerade einen Angriff abgefeuert, dann wird er abgebrochen. Das ist ja nicht fair. In die Fresse. Oh Gott. Oh Gott. So, komm. Lassen wir jetzt noch ein Level ab. Dann kriege ich nämlich meine HP und so wieder. Ich will jetzt nicht irgendwie ein Heilding oder so einsetzen. Von denen ich nur begrenzt habe, möchte ich noch hinzufügen. Und ja, gut. Über den Kampf haben wir. Und gut, wir sind wieder voll gealt. そんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんだよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。なんという言葉だ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。 はな。剣道よ。俺は無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わない。さあ、なってん。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと。貴様、本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。
様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う？チェイス、俺のスカウターを持っている。 Scott hat ihn von da unten gezogen. You're supposed to do that to me. Und ja, das ist ein bisschen problematisch. なんで、なんで俺がそこにいるんだ。交換させてもらったぜ。貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。お、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。 Das ist eigentlich der Grund, warum Ginyu der stärkste Charakter in der ganzen Serie sein könnte. Ja, warum nicht? Sieht doch krass jetzt aus. あなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。 Tja, immer genau die falschen Entscheidungen. フリーザと言って、あなたたちのドラゴンボールを集めて、ある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね。どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。 弱なものに教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様は ドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せば、ドラゴンボールも消えてなくなるぞ。うん？頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですが、あなたが殺されそうになっては、最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。 そうたやすく倒される。つもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前に。ああ、まいいでしょう。 Oh, das
戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒！RIP。Ah, ja. Nee, ich sehe nicht, wie das irgendwie gut ausgeht für Nail. Für Nail. Währenddessen. どこかに隠したか。フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。 あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らを始末して、俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。 Wird so gut aussehen. Die bevorstehenden Kämpfe. So. Din, 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 din. Meine Frage ist jetzt, soll ich jetzt weiter spielen oder nicht? Ich würde, glaube ich, doch eher abbrechen. Ich kann wahrscheinlich nicht hier hin, ne? Nö. Ich will die Schiffe kaputt machen. Ja. Außerdem ist Vegeta bei ihm. Das ist doch sehr. Das ist doch sehr beruhigend, oder? So. Da ist wieder das Schiff. Was? Ja, aber mal los, warum ist denn der? Wo bin ich einfach zu hoch? Ich glaube ja. In den ganzen Kugeln, ja, ey. Alle eingesammelt. So, würde aber sagen, wenn im Park jetzt gleich. Wir haben erstmal hier noch. Boom, 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 voll viele Dinger bekommen. Medaille, ich habe auch eine Karte bekommen. Sollte ich vielleicht auch mal abchecken. Habe ich, glaube ich, letztens auch bekommen, als ich Son Goku hochgelevelt habe, ne? So. Ist so gut, schnell zurück. Ich schätze, es hat noch niemand einen echten Dragon Ball gesehen. Sind die Sprüche ja drunter immer stehen? Ich glaube, vom offiziellen Kartenspiel. Ich nehme an, ne? Das ist ein Genki-Dama, freut sich von den 6 Pflanzenmännern. Meine Wahrstärke beträgt 580. Hat er nicht gerade gesagt 530? Hinter Freezers Kraft steckt noch mehr. Okay. Wir sagen, wir tun ja noch Community und so ein bisschen leveln, würde ich sagen. Ne? Kann vielleicht nicht schaden. So. Piccolo können wir ja mal hochleveln versuchen. Entwicklungsfähigkeit 8. Warum nicht? War random irgendwas hier. Jedenfalls hier so das erste Ding hier hochleveln. Also immer so hochleveln, dass die irgendwie ihre erste Stufe irgendwie erreichen, so der 50 in dem Fall. Ja, das ist Entwicklung. Welche noch gebrauchen, keine Ahnung.
Also ein Buch für erwachsene Piccolo. So, wer noch? Krillin, Son Gohan. Ja, vielleicht mal die Sachen leveln, die auch brauchen hier für ihre Fähigkeiten. So, das wollte ich machen. So, so, sie ist kochen, ne? Also am besten wäre ja, wenn ich kochen von ihr hochlevel, ne? Ja, richtig Bäre nutzen. Was schon da? Kochen Community neuer Rang 1. Also, da hat jetzt aufgelevelt, nehme ich an, ne? Ja, ich würde sagen, die Community Anführer zu leveln wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Damit erhöht sich ja der Rang dann automatisch. So. Na, das reicht nicht. So. Gerade 32. So. Dann für ihn tun wir, was hat noch mal Erwachsene, Verwachsene. Ich wünsche, ich könnte mal mehr als nur eine mal geben. Was? Erwachsen. Oder erwachsen. Das war erwachsen. Okay. Hat jetzt gerade einen anderen Wert hier hochge. So. So, haben wir noch welche Anführer hier? Ja, der ist Abenteurer, ne? So. Ich glaube, ich habe niemanden in den seinen Dingen, ne? Also kann er ja nicht schaden. Nein. Nein. Ja. Ob ich dadurch irgendwie überpowered werde oder nicht, will ich nur zeigen. Nein, Mann. Oh. Ich hoffe, diese Dinger kann man irgendwo irgendwann mal farmen oder so oder kaufen. So. So, keine Ahnung, wir brauchen mal hier noch. Ich überlege gerade, wer noch so halbwegs irgendwann in der Story so vorkommt oder so. Vegeta. Hm. 10 Freundschaft. Man kann Vegeta gebrauchen, alles Mögliche, ne? Ich habe da hier alle Fähigkeiten und Freundschaft plus 5. Boom. Verbesserter Scouter. Oh, hallo. Warum bist du jetzt Silber? So, 30 reicht. Ich erinnere mich an diese Münzen, die man in One Piece Pirate Warriors hier hatte. Na, du brauchst noch. Du bist Gott, ne? Gott. Mr. Popo ist Gott. Natürlich. Also in Dragon Ball Abridged ist er mehr oder weniger Gott. Hello Maggots, I'm terrifying and a potential rapist, but I never say it out loud. Oh! Bester Moment in Dragon Ball Z Kai Abridged. So. Ja, das schon gleich auf Maximum. Und eine romantische Schürze. Mega Masse. So. Sind einige Dinger schon automatisch voll hochgelevelt. Ja, Shishi zum Beispiel, sie hat niemanden in der Gruppe drin und die hat schon 2. Das ist doch mal nicht schlecht, ne? TP plus 1%, Chance auf Raserei, Gegenstände nach dem Kampf plus 10%, auch nicht schlecht. Gut. Oh Gott, das hat schon wieder voll Zeit gekostet, sehe ich gerade. Shishi.
Also ich habe Dings, ja, okay, ich verstehe. Habe ich auch noch eine neue Karte bekommen. 100. Wie ich denn so viele her? So, welche ist denn neu? Ja, wie tue ich da? Da. Ah, Son Goku bereitet mir solche Sorgen. Das ist zum Haarraufen. Das ist keine Spielende-Karte, was? Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge tun wir uns Freezers Schiff mal nähern und wo ist denn? Ist den Augen verloren. Mal guck mal, was so passiert. Ne? Wir wollen ja die Dragon Balls hier suchen und also suchen. Wir müssen die Dragon Balls ja noch sammeln und danach wollen wir uns noch was Schönes wünschen. Hoffentlich vor Freezer oder Vegeta. Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Tschüssikowski.